Hallo liebe Tischtennisfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich fahre gerade zu den ersten Siemensstadter Open, halte euch auf dem Laufenden und werde euch natürlich berichten. Ja, dann bin ich auch endlich angekommen bei den ersten Siemensstadter Open. Am ersten Tag habe ich im Dreierteam gespielt mit meinen zwei Kumpels und habe nur das Finale aufgezeichnet. Also schaut selbst, es hat Spaß gemacht. Allerdings waren wir von 9 Uhr früh bis um 22 Uhr vor Ort. Also es war auch ganz schön anstrengend. Aber echt schön. Unfassbares Ding, oder? Nach der kleinen Stärkung ging es dann auch los. Ich habe gegen einen alten Freund gespielt, gegen Marcel Börner, der eine sehr, sehr starke Vorhand hat und die Bälle nach links und rechts schwingt. Aber schaut selbst und ganz viel Spaß. So, ich bin jetzt seit heute Morgen in der Halle und ich bin wirklich jetzt durch. Und da hat der nette Mann mir noch eine Schokolade hier geschenkt. Danke. Ja, liebe Freunde, somit konnten wir das Finale für uns entscheiden in der Dreierteam-Konkurrenz und konnten als Sieger von der Platte gehen. Es hat riesen Spaß gemacht. Jetzt kam noch die Paparazzi, die hat noch einige Fragen gestellt. Und morgen geht es dann weiter in der Herren-SA-Klasse. Starten wir direkt in den zweiten Tag. Ich habe einen unfassbaren Muskelkater. Jetzt geht es im Achtelfinale der Herren-SA-Klasse gegen Benjamin Nadolczak. Jetzt habe ich mir den Turnierveranstalter geschnappt. Alexander Zachulowski war mein Trainer in der Jugend beim Leistungszentrum. Zachu, richtig geiles Turnier. Ich schwenke mal kurz die Kamera. Ihr seht es ja, hier ist richtig viel los. Wie bist du darauf gekommen, jetzt mal ein eigenes Turnier zu veranstalten? Wir hatten schon immer den Wunsch gehabt, ein eigenes Turnier auf die Beine zu stellen. Wir haben häufig Meisterschaften, nationale Meisterschaften, norddeutsche Meisterschaften ausgerichtet. Da haben wir gesagt, wir werden mal das eigenes auf die Beine stellen. Das ist euch ja auch sehr, sehr gut gelungen. Wie viele Teilnehmer habt ihr jetzt an den 4 Tagen gehabt? Ungefähr 600 bis 650. Und werden wir die Siemensstadter Meisterschaften auch nächstes Jahr wieder sehen können? Ja, dass wir denn in Zukunft auch mehr ausländische Spieler begrüßen können. Okay. Ja, danke Zappel für die Einladung zum Turnier. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Wir danken, dass du dabei warst. Alles klar. Thank you.
Ja, das einzig Negative, was ich auszusetzen habe, ist, dass wir das Halbfinale um 23 Uhr fast gespielt haben. Das war eindeutig zu spät. Ich hatte da schon richtige Muskelkrämpfe und mein Muskelkater vom Vortag hat es mir dann wirklich schwer gemacht, so dass ich hier nochmal alles gegeben habe, aber eigentlich schon wusste, dass es, falls ich ins Finale komme, es einfach schwer wird, weiterzuspielen. Ja, hier kam dann aus dem Nichts meine Anti-Bewegung. Ja, das passiert dann halt auch ab und zu mal, wenn man sich schon an die Bewegung gewöhnt hat. Ja, wie ihr hier sehen könnt, mache ich hier einen langen Aufschlag. Das kann ich euch echt empfehlen, weil der Gegner erwartet es zu diesem Punktestand nicht und es überrascht ihn auch und ist wirklich sehr, sehr effektiv. Ich bin so schwach, Alter, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Kampf. Katastrophen spielen. Ich muss lange spielen, ein bisschen mal anziehen. Ich ziehe ja gar keinen Ball an. Ich schupfe ihn einfach an und warte auf Punkte. Katastrophen spielen. Ich muss mich reinfuchsen. Ich muss einfach im Kopf wieder. Ja, dann ging das Licht auf einmal aus. Auch der Strom macht einfach nicht mehr mit um diese Uhrzeit. Und hier seht ihr wieder die Anti-Bewegung. Es automatisiert sich schon langsam ein wenig.
блядь, какой-то цирк, но... Man sieht, wie effektiv so ein langer Aufschlag bei knappen Ständen sind. Ich mache hier wieder einen direkten Punkt und ich würde es wirklich euch allen empfehlen. Ja, beim Matchball habe ich mich wieder für den langen Aufschlag entschieden, weil er da sowieso unter Druck ist, weil er den annehmen muss. Und ihr seht ja, es hat wirklich was gebracht und war wieder effektiv. Und somit stand es dann auch fest, ich war im Finale. Leider musste ich das Finale aufgeben, dadurch, dass ich so viele Krämpfe hatte und mein Muskelkater es einfach nicht mehr zugelassen hat. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.